Hallo und herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast und insbesondere eine liebe und tolle Kollegin, die mit mir zusammen an der Gesundheit von Menschen arbeitet und wirkt im 3x3-Konzept mit Workshops zur mentalen Gesundheit. Wir sprechen heute über Gesundheit im Bereich unserer Psyche, die so, so wichtig ist. Es geht um Emotionen, es geht darum, wie wir auf der mentalen Seite einfach resilient und widerstandsfähig sind. Denn es gibt genug Gründe, das in der modernen Welt auch zu brauchen. Und bevor wir einsteigen, erstmal vielen Dank, Raisa, dass du mit dabei bist und mit deiner Expertise hier zur Verfügung stehst. Du bist auch in den Mentoring-Programmen für mich eine echte Größe geworden, um Menschen da in ganz persönlichen Rahmen zu begleiten. Schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank, Benja. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf heute an deiner Seite. Cool. Zum Start möchte ich so ein ganz bisschen einmal einen Rahmen aufspannen, um zu zeigen, wie wichtig dieses Thema ist. Ich habe schon in meinem Regenerationsbuch Du kannst dich mal gesund erholen im vergangenen Jahr darüber geschrieben, dass die WHO für 2050 affektive Störungen, da fällt alles unter den Bereichen Depressionen, Angststörungen, das fällt alles mit da rein, als die verbreiteste Krankheit überhaupt sehen wird. Und da sind aktuell im Ranking ja eigentlich kardiovaskuläre Erkrankungen und onkologische Erkrankungen noch höher stehend. Und jetzt gibt es ganz aktuelle Zahlen für den Zeitraum 2019 bis 2023 vom RKI. Und wir befinden uns aktuell auf dem höchsten Niveau dieser affektiven Störungen. Das sind immer, müssen nicht zwingend schon manifestierte Krankheitsbilder sein, aber was wir vor allen Dingen sehen, ist im Zeitraum von 2019 bis 2023 haben psychische Belastungssymptome im Bereich der Depression deutlich zugenommen. Vor allen Dingen im Zeitraum 21 bis 23 sind Angststörungen erheblich angestiegen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, und das wird ja auch heute eine unserer Kernthemen sein, im Bereich der selbst eingeschätzten psychischen Gesundheit erleben wir die schlechtesten Einschätzungen von Menschen. Und ich möchte jetzt nicht so sehr über den Zeitraum sprechen, weil ich glaube, dass den meisten klar ist, was in diesen Zeiträumen auch stattgefunden hat und welchen Einfluss das auf die psychische Gesundheit von Menschen hatte, sondern wir sehen einfach, dass wir jetzt auch im Nachgang dieses hohe Niveau bisher nicht verlassen haben und keinen Rückgang in diesem Bereich haben. Und mentale Gesundheit ist unheimlich wichtig. Deswegen ist das ja auch ein Bereich, in dem du, Raisa, unheimlich engagiert bist, auch für unsere Klientinnen und Klienten. Und wir haben heute nicht den Anspruch, da wissenschaftlich umfangreich drüber zu sprechen, sondern wir wollen das heute sehr praktisch einmal betrachten und darüber sprechen, welche Möglichkeiten Menschen haben, Einfluss auf ihre mentale Gesundheit zu nehmen. Raisa, was am Anfang vielleicht einfach ganz spannend einmal ist, ist, dass du so ein bisschen mal beschreibst, was du eigentlich unter mentaler Gesundheit verstehst, dass wir so ein bisschen mal deinen persönlichen Eindruck da bekommen, um dann eintauchen zu können und uns damit zu beschäftigen, wie man Einfluss darauf nimmt. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich danke dir auch für die Rahmensetzung, die ich, glaube ich, auch sehr eindrucksvoll finde, das auch einfach nochmal zu hören und auch gerade so diese Entwicklung oder die Tendenz dorthin, dass das tatsächlich auch immer brisanter wird, immer mehr auch in den Vordergrund rückt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die mentale Gesundheit, so wie ich sie verstehe, definiert sich für mich aus drei wesentlichen Komponenten. Das ist zum einen die emotionale Komponente. Da hast du den ganzen Bereich drin, den wir uns heute auch sehr intensiv anschauen wollen. Also das Thema, empfinde ich eigentlich, kann ich mich selber wahrnehmen? Habe ich überhaupt einen Zugang zu meinen eigenen Gefühlen? Kann ich auch andere wahrnehmen? Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil viele können das sehr gut. Aufgrund ihrer Kindheit haben sie das sehr, sehr gut gelernt, haben da also gute Strategien entwickelt, andere gut wahrzunehmen, aber haben ganz, ganz wenig Ressourcen oder Anknüpfungspunkte, sich selbst wahrzunehmen. Und das bringt natürlich ganz viele dieser von dir auch genannten Probleme mit sich. Der zweite wesentliche Punkt ist die kognitive Komponente in der mentalen Gesundheit. Das bedeutet im Grunde alles, was den Bereich Problemlösung, Entscheidungsfindung angeht. Das heißt also auch sowas wie sich fokussieren zu können, sich konzentrieren zu können, auch über einen bestimmten Zeitraum, nicht ständig abgelenkt zu werden und tatsächlich Probleme auch lösen zu können. Auch da zeigt sich die Tendenz, dass das immer schwieriger wird. Wir kennen das alle,
dass wir durch die Reizüberflutung gerade vom Handy, ne, das praktisch ständig vor unserer Nase ist, wir einfach gar nicht mehr besonders in der Lage sind, lange Zeit uns auf eine Sache zu fokussieren, weil ständig schon irgendwelche anderen Reize wieder auf uns einpreschen. Und die dritte Komponente der mentalen Gesundheit ist die soziale. Auch ein wesentlicher Punkt, der immer weiter in den Hintergrund rückt. Auch gerade im Zusammenhang mit Corona haben wir das sehr stark gesehen, dass Menschen immer weniger in der Lage sind, in Kontakt zu gehen. Und da fällt zum Beispiel auch der Aspekt mit rein, so in Kontakt zu gehen, dass ich mich wirklich auch verbunden fühle. Und da kommen auch so Themen mit hinein, um Hilfe bitten zu können oder Hilfe annehmen zu können, auch mal sowas wie ein Geschenk annehmen zu können. Also da stellt sich heute ja ganz viel auch so das zeigt sich so im normalen Umgang miteinander, dass Menschen immer weniger in der Lage sind, um Hilfe zu bitten oder auch Geschenke anzunehmen. Da ist sofort dieser Leistungsaspekt ein wesentlicher Punkt, der sich mit hineinmischt und der eine echte, authentische Verbundenheit zwischen Menschen schon fast, naja, zumindest schwierig macht. Ich wollte gerade sagen, unmöglich macht, aber auf jeden Fall schwierig macht. Ja, unglaublich spannend, jetzt schon mal die ersten Facetten auch zu sehen. Und ich glaube, das ist die erste Situation, in der du als Zuschauer oder Zuschauerin einmal überlegen kannst, inwiefern dir diese Bereiche als ja gut gelingend vorkommen oder du da schon gewisse auch Reibungspunkte verspürst. Ne? Du hast jetzt schon auch einige praktische Beispiele gebracht. Also klar, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber zu sprechen, dass sich in den letzten Jahrzehnten unsere moderne Welt erheblich verändert hat mit einer rasenden Geschwindigkeit und dass das enormen Einfluss hat. Nicht umsonst habe ich schon vor ungefähr 10 Jahren immer wieder ganz klar gesagt, die größte Kunst, nicht nur für den persönlichen Erfolg, sondern auch für die Gesundheit, ist, Reize zu unterdrücken, also es zu schaffen, sich auch abzugrenzen. Ich fände es jetzt total schön, wenn wir da direkt so den ersten Best-Practice-Schritt mal reinmachen, bevor wir über auch bestimmte Reflexionsmethoden auch sprechen, da mehr in den inneren Dialog auch reinzukommen. Was sind denn so deine Ideen, wie ich das hinbekomme, mich in einer modernen, auch reizüberfluteten Welt besser fokussieren zu können und auch bei mir vielleicht und mit meinen Themen einfach mehr Zeit verbringen zu können? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, auch deshalb, ich empfinde sie deswegen auch so wichtig, weil viele den Fehler machen und glauben, sie können mit ihrer Entscheidung oder mit ihrer Disziplin ganz viel und alles kontrollieren. Und das ist wirklich ein Trugschluss. Das darf man sich wirklich vergegenwärtigen, dass die Internetwelt, die digitale Welt und vor allem auch Social Media darauf ausgelegt sind, uns unsere Aufmerksamkeit zu binden. Das heißt, also die wissen ganz genau, wie sie unsere Aufmerksamkeit bekommen und wie sie sie binden. Und das können wir nicht einfach entscheiden von, ach nee, das interessiert mich nicht, deswegen bin ich in der Lage, das auszublenden. Nein, das sind wir nicht. Da sind Mechanismen im Spiel, die wir, obwohl wir darum wissen, sie nicht kontrollieren können. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht im Grunde nur ganz wenige wirklich wirksame Möglichkeiten, und zwar tatsächlich der knallharte Ausknopf. Ne? Und zwar in jeglicher Hinsicht. Also das kann sein, von mindestens die Push-Nachrichten auszumachen, das Handy auf lautlos zu stellen. Also wenn ich manchmal mit Menschen unterwegs bin, dann und merke, in was für einer Fülle die ständig mit diesen auditiven Reizen auch überflutet werden, das habe ich zum Beispiel komplett rigoros ausgestellt. Es gibt einen einzigen Messenger, wo ich die Push-Nachrichten anhabe, und das ist der Messenger, wo ich eben auch die Business-Nachrichten verschicke und wo meine Reaktionsgeschwindigkeit aufgrund der Arbeit eben auch relativ schnell sein soll. Ansonsten habe ich gerade bei den Privaten das wirklich einfach ausgestellt. Ich habe mein Handy immer lautlos, und das ist auch etwas, was ich wirklich empfehle, weil sich da ständig irgendwas zeigt. Da ploppt immer irgendwas auf. Und ne, ich habe jetzt gerade schon gesagt, es gibt den auditiven und den visuellen Reiz. Also die Push-Nachrichten sind ja nicht nur zu hören, sondern sie, sie,
tauchen dann auch in dem Sperrbildschirm unter Umständen auf. Das finden viele sehr, sehr schön, weil sie dann sofort up to date sind. Aber wir wissen ja, wie schnell wir das auch verlieren, ne? Also wenn das bei mir aufploppt im Sperrbildschirm, ich lese das und dann wische ich es weg, dann ist es auch weg. Dann ist es manchmal so, dass ich 3 Wochen später denke, verdammt, da ist noch eine unbeantwortete Nachricht, weil das einfach, wir registrieren es nicht mehr. Also wir verarbeiten es zumindest nicht in der Qualität, in der wir es verarbeiten müssten, haben aber zugleich in demselben Moment unsere Aufmerksamkeit verloren für das, was wir gerade haben. Was ich auch mache, und das wird sehr, sehr häufig auch empfohlen, einfach wirklich das Handy zu Hause zu lassen, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen. Zum Beispiel gerade, wenn man spazieren geht, dann gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Grund, sich dabei auch noch Musik oder einen Podcast auf die Ohren zu legen. Ich gebe zu, ich mache das auch nicht immer. Es gibt Momente, wo ich mich ganz bewusst dafür entscheide, aber in der Regel entscheide ich mich eher bewusst dafür, wirklich das Handy häufiger zu Hause zu lassen und mich eher auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, indem ich mich jetzt auch bewegen möchte. Genau das Gleiche auch, wenn man, ich habe ja gerade schon gesagt, eine der Komponenten der mentalen Gesundheit ist die soziale. Es gibt keinen Grund, aus meiner Sicht, keinen Grund, das Handy auf dem Tisch liegen zu lassen, wenn ich mit einem Freund oder einer Freundin unterwegs bin und ich jetzt nicht gerade auf einen wichtigen Anruf warte, der wirklich dringend und wichtig ist, dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, dass dieses Handy auf dem Tisch liegt. Dann bin ich jetzt hier mit meiner Freundin oder meinem Freund. Ja, das waren jetzt, finde ich, schon richtig schöne auch Alltagsbeispiele, die mit dabei sind. Und ich finde es zum Beispiel total spannend, dass wir als kleine Reflexion mal diesen Moment uns vorstellen, wie fühle ich mich, wenn ich mal das Haus verlasse und das Smartphone nicht mit dabei ist. Ich glaube, dass einige da unterbewussten gewisse Unsicherheit verspüren, wenn sie sich in diese Situation eben bewusst auch hineinversetzen können. Ansonsten lass es wirklich mal zu Hause und verlass das Haus. Das ist tatsächlich ein Verlust von Sicherheit und Kontrolle für viele Menschen und das ist sehr ungewöhnlich. Ich habe mich außerdem so schön erinnert gefühlt durch deine Ausführung an meine Kindheit. Gelegentlich habe ich Peter Lustig damals noch gesehen, Gott hab ihn selig, der immer gesagt hat, abschalten. Und dann kam er ja wieder und guckt nochmal, du bist ja immer noch da, abschalten. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Natürlich ist der moderne Medienkonsum ein Gesundheitsrisiko. Da brauchen wir nicht eine Sekunde weiter drüber zu sprechen. Das ist auch aus allen Statistiken heraus verfolgbar. Wenn wir ihn nicht unter Kontrolle haben, und du sagtest es ja, da sind die schlauesten Psychologen mit beteiligt in der Entwicklung dieser Thematiken. Ich glaube, dass es schon auch in gewisser Weise eine Geißelung der Menschheit war, das Smartphone in dieser Form zu einem ständigen Begleiter zu machen, auch wenn wir natürlich enorme Möglichkeiten an Produktivität damit gewonnen haben. Aber wir müssen es schaffen, uns abzugrenzen hier wieder. Wir müssen es schaffen, uns echte Freiräume davon zu ermöglichen. Natürlich kann man auf Social Media und auch auf den verschiedenen Portalen echt gute Informationen teilweise konsumieren. Man sollte das aber einfach in gewissen Zeitfenstern machen. Und wenn man da keine echte Kontrolle drüber mehr hat, weil man dann in diesen Flow kommt und wir verbrauchen dabei unfassbar viel Dopamin, also wir verbrauchen dabei eigentlich unseren Sprit sozusagen, um motiviert und auch leistungsfähig zu sein in einer enormen Geschwindigkeit. Und dann kommen dann in seine regelrechte Müdigkeit, rutschen wir dann ab. Auch da will ich jetzt nicht zu viel Zeit drin verlieren, darüber zu sprechen. Ist es manchmal sinnvoll, sich einen Timer sogar zu stellen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt bewusst und das ist auch in Ordnung, aber dann löst mich der Timer auch irgendwann, erinnert mich daran, jetzt reicht es, weil wir können da sehr, sehr schnell sehr viel Zeit verbringen und unser Gehirn belohnt uns unfassbar für dieses schnelle Swipen und diesen enormen Konsum an Informationen. Und ich hatte vor einiger Zeit gelesen, die beste App auf dem Handy ist der Flugmodus. Und deswegen, ne, selbst das Aufblinken des Handys hat halt schon Einfluss. Was ich auch total wichtig finde, wir kommen sehr, sehr schnell immer auch in diese Situation, dann Multitasking zu beschreiben. Und damit meine ich nicht, wir sitzen am Tisch, unterhalten uns eigentlich und gucken nebenbei noch aufs Handy, sondern auch im Arbeitsprozess. Das wird ja immer wieder so dargestellt, dass Frauen das besser können. Also zumindest scheint es so zu sein, dass Frauen es besser tolerieren können aufgrund ihrer Entwicklung.
Es ist aber für keinen Menschen möglich. Punkt. Das ist Stand wissenschaftlicher Forschung. Kann man auch schön nachlesen im Buch der Regeneration. Du kannst dich mal gesund erholen, wo ich klar nochmal beschreibe, was da eigentlich passiert an der Stelle. Unser Gehirn springt von Aufgabe zu Aufgabe. Und spätestens ab dem Moment, wenn eine zweite Aufgabe wirklich emotionale und auch ressourcenverzehrende Reaktionen braucht, geht die Aufmerksamkeit für diese Aufgabe auf Null. Also es ist ungefähr so, als hätte es nicht stattgefunden. Denn die meisten Menschen entgegnen mir dann immer, ja, ich kann aber doch Radio hören und Auto fahren. Ja, aber wie viel Reaktion brauchst du an der Stelle? Und pass mal auf, wenn du in eine schwierige Verkehrssituation kommst, wie viel Ressource dann wirklich vorhanden ist, wenn du parallel noch was anderes machst. Der letzte Punkt. Ganz kurz, dass ich ja, da auch. Gerne. Da fällt mir auch noch so ein, ganz unabhängig davon, ob es möglich ist, Multitasking zu machen oder ob das Frauen besser können oder Männer schlechter oder was auch immer. Warum denn? Also, wenn ich, wir alle können uns ja mal fragen, wie schön finden wir das, wenn uns hundertprozentig Aufmerksamkeit geschenkt wird? Und wie sehr verändert sich schon die Qualität unseres Miteinanders, wenn mein Gesprächspartner, während ich ihm was erzähle, anfängt, irgendwo rumzugucken und zu denken, oh, was machen die denn da? Und also, das wissen wir alle. Und das können wir übertragen auch auf jede Aufgabe, mit der wir uns auseinandersetzen. Ich spreche dann gerne von, ne, wie viel Hingabe habe ich für das, was ich da tue. Zumal wir Menschen ja genau für das Zwischenmenschliche so hochsensibel sind. Ne? Wir beobachten das ja im Gegenüber und reagieren oft schon unterbewusst. Und ja, dieses Beispiel des Handys auf dem Tisch, ich habe das selber enorm häufig gemacht und habe das Handy dann immer auf die Seite gelegt, dass das Display nicht oben ist, um jetzt vor kurzem nochmal gelesen zu haben, es macht keinen Unterschied. Es wird wahrgenommen, es ist im Sichtfeld, es ist von Anfang an das Gefühl, irgendwas anderes könnte in diesem Moment wichtiger sein. Und ich verbringe diese Zeit mit meiner Frau oder mit meinen Kindern. Es gibt also de facto wirklich nichts Wichtigeres, auch für mich persönlich. Und denke immer nur, ich nehme es aus der Hosentasche raus. Ich will es jetzt nicht in der Hosentasche haben. Also legt es aus eurem Sichtfeld weg, schenkt den Menschen. Und ich glaube, dass das ein enormer Einfluss, wie du es auch schon gesagt hast, diese soziale Komponente ist ein enormer Einfluss auf die mentale Gesundheit. Es gibt eine ganz, ganz tolle Studie. Ich habe sie jetzt leider nicht auf dem Schirm, aber die ist mit Neugeborenen oder mit Säuglingen gemacht worden und dem Handy auf dem Tisch. Ne? Und es wurde geguckt, was im Säugling ausgelöst wird, wenn die Mutter auf ein blinkendes Handy guckt. Und um wie viel, nagelt mich nicht fest, ne? Aber wie stark dann dieses Gefühl von Verbundenheit auch verloren geht. Und tatsächlich ist es genau das, was du gerade auch schilderst, auch nachgewiesen worden. Selbst wenn der Blick nicht auf das Smartphone fällt, weil es gerade die Aufmerksamkeit haben möchte, ist die Reduktion dieser Verbundenheit zwischen Mutter und Kind schon um 30% da. Das ist also immens, immens. Das glaubt man gar nicht. Ne? Und nochmal will ich deswegen sagen, das ist so wichtig, dass wir nicht glauben, ja, das ist ja nur oder das habe ich ja unter Kontrolle. Nein, meistens nicht. Ja, Wahnsinn. Und wie wichtig ist das in dem Moment auch für die Bindung und das Sicherheitsempfinden und dieses Urvertrauen hier zumindest überwiegend. Das ist ja nicht so und ich kann das auch absolut verstehen. Ich meine, ich bin selber Papa und beobachte die enorme Leistung, die meine Frau da in viel, viel größeren Teilen für unsere Kinder aufbringt. Das hat ja schon extrem viel auch mit Fremdbestimmung zu tun. Also immer, wenn wir hier über Multitasking und solche Themen sprechen, dann meinen wir das natürlich in den Momenten, wo ich das wirklich auch selbst beeinflussen kann, weil Mütter und Erziehende leisten hier ja einen unfassbaren Job, der kaum ein anderes Arbeitsszenario annähernd so widerspiegeln kann, was Anforderung und auch Hingabe angeht. Also, dass man da irgendwo auch in einer gewissen Diskrepanz unterwegs ist, auch mal Zeit für sich oder mit diesen Dingen verbringen zu wollen und gleichzeitig in seiner Rolle als Eltern gerecht zu werden, ist nur absolut nachvollziehbar. Es hat allerdings einen enormen Einfluss, wie wir zweifelsohne jetzt auch nochmal aus deinem konkreten Beispiel gehört haben. Ich habe vor kurzem einen Hack gesehen, weil wir Eltern, wir spiegeln ja, also wir zeigen ja unser Verhalten und das wird adaptiert. Genau. Und dann saßen diese zwei Eltern zusammen auf der Couch, die Kinder spielten, also beschäftigten sich gut und hatten beide ein Buch in der Hand und in diesem Buch war das Smartphone versteckt. Also
Das kann schon auch mal ein kleiner Trick sein, wenn man den Medienkonsum eben den Kindern anders vorleben möchte. Es ist einfach in den Jugendjahren viel zu viel und das haben aktuelle Statistiken gezeigt. Wir haben unter Kindern und Jugendlichen einen Bewegungsmangel, der ist für mich, also da stellen sich, jedes Haar stellt sich an meinem Körper auf. Es ist ganz, ganz beängstigend, weil wir ja wissen, was das auch für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und auch für die spätere Gesundheit in allen Bereichen, und das ist ganz wichtig, sowohl mental als auch körperlich hat. Genau, da darf sich viel ändern. Du sagst jetzt gerade das Stichwort Bewegung, das ist nämlich einer der Punkte, der wirklich maßgeblich dazu beiträgt, sich fühlen zu können. Also wirklich einfach ganz faktisch, physisch in den Körper zu gehen, mit dem Körper etwas zu machen. Und das ist natürlich, und da bist du der Mann schlechthin, ne? wenn es darum geht, Bewegung in den Alltag zu bringen. Und du sagst es gerade schon, die Bewegung wird immer weniger im Alltag. Und das ist einer der maßgeblichen Gründe dafür, dass wir immer mehr im Kopf sind. Und beziehungsweise, ne, es ist einer der zusätzlichen Unterstützer dessen, dass wir immer weiter im Kopf sind und immer weniger im Körper. Und wenn wir unseren Körper und das, was uns wichtig ist, spüren wollen, müssen wir auch im Körper sein. Das ist die Steilvorlage für den Schwenk genau auf diese Aspekte, weil ich jetzt wirklich auch mich total freue, dass wir ja mit dir auch viele Best-Practice-Erfahrungen hier nochmal mit aufgreifen können, wenn es darum geht, sich einfach ein bisschen mehr selbst wahrzunehmen. Ein bisschen mehr selbst wahrzunehmen ist jetzt ein bisschen plakativ ausgesprochen. Ich spanne einmal ganz kurz den Bogen. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben uns im Prinzip genau über diese Themen unterhalten, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist für Menschen, diese Verbindung zu erleben zu sich selbst, um überhaupt bewusste Entscheidungen und auch bewusste Veränderungen für ihre Gesundheit zu machen. Und es gibt schon die Erkenntnis seit tausenden Jahren, wollte ich fast sagen, da gab es ja Menschen, die haben sich hauptberuflich mit Nachdenken beschäftigt und haben sich oft dabei bewegt und haben dann solche Aussagen getroffen wie die körperliche und die seelische Gesundheit oder Körper und Geist auch, Kopf und Körper, sind eine unzertrennbare Einheit. Und ich erlebe das immer wieder auch in den Workshops und in der Begleitung von Menschen. Wenn du im Kopf angestrengt und gestresst bist, dann bist du es im nächsten Moment auch im Körper. Und auch umgekehrt, wenn dein Körper zum Beispiel ständig im Alltag in einer sitzenden, unnatürlichen Haltung verharrt ist, dann erlebst du auch eine Anspannung, die in den Kopf geht. Und wir haben heute gar nicht mehr dieses Ventil ganz häufig im Alltag, wie wir es ja im 3x3 ganz deutlich auch versuchen, Teams zu vermitteln, teils in der Zahnmedizin, aber auch in Unternehmen, um zu zeigen, dieses Ventil zwischendurch zu benutzen. Das ist der Hebel, um in dieses Körpergefühl wieder reinzukommen. Raisa, ja, genau, wenn du direkt... Ich möchte das, weil du hast es gerade gesagt und ich möchte das gerne nochmal wiederholen, weil ich das so wichtig finde. Früher war immer die Annahme, wenn wir irgendwas denken, hat es Auswirkungen auf unseren Körper. Das ist auch richtig. Aber neueste Studien, also die sind jetzt 10, 20 Jahre alt, zeigen immer mehr, dass es auch genau umgekehrt ist. Also Menschen, die einen hohen Muskeltonus haben, weil sie zum Beispiel ständig alarmiert sind, ne? Weil ihr Nervensystem ihnen signalisiert, sie müssen die ganze Zeit alarmiert bleiben, die färben ihre Gedanken entsprechend ein. Das heißt also, die sind kaum in der Lage, ihr Umfeld überhaupt positiv wahrzunehmen, beziehungsweise positive Gedanken zu haben oder auch sowas wie eine normale Entscheidung zu treffen, ne? Weil sie im Grunde, wenn du alarmiert bist und dein Nervensystem glaubt, musst alarmiert sein, weil du bedroht wirst, dann werden kognitive Fähigkeiten werden einfach auch ausgeschaltet. Das heißt, du bist gerade auch in dem Bereich der kognitiven Ebene in der mentalen Gesundheit, da bist du nicht mehr in der Lage. Du bist natürlich auch in der sozialen Komponente nicht mehr in der Lage, weil jeder könnte potenziell dein Feind sein. Das ist jetzt sehr plakativ, aber das Nervensystem empfindet es so. Und auf der emotionalen Lage bist du einfach eingefärbt mit negativen Gefühlen. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der noch mal deutlich macht, warum Bewegung auch so wichtig ist. Es ist nicht nur ein, ich fühle meinen Körper, sondern ich gebe ihm diesen Kontrast zwischen Anspannung und Entspannung. Ja,
Wahnsinnig wichtig und das lässt sich auch ausweiten, weil das hat auch zum Beispiel etwas mit Temperaturempfinden sogar zu tun. Unsere moderne Welt ist sehr gleichbleibend temperiert. Wir wissen, dass mit irgendwelchen Klimaanlagen, mit Heizungen im Winter und so weiter und so fort weniger rausgehen. Also auch da sehen wir, dass das Veränderungen auf die Regulationsfähigkeit unseres Körpers hat. Und das ist auch hier nochmal so ein schöner Bogen, den du jetzt aufgespannt hast, zu sagen, wir brauchen einfach beides, wir brauchen den Shift aus beiden. Ich sage das immer so gerne, es geht um Gas und Bremse. Und nur wenn wir beide Welten eben auch erleben, können wir unserem Körper auch die Fähigkeit geben, da resilienter zu werden, wenn er gefordert ist und mit bewussten Strategien und Puffersystemen zu arbeiten. Wir dürfen ihm aber auch genauso die Chance geben, diese Puffersysteme wieder aufzufüllen und zu regenerieren. Und jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen, um das klar zu machen, diesen großen Bogen einmal spannen, einmal so ein bisschen das Big Picture zeichnen, weil ich glaube, dass das häufig noch unterschätzt wird. Du hast es eben so klar gesagt, dass Anspannung und Kognition und Angstzustände am Ende des Tages unseren ganzen Körper und unsere gesamte Biochemie und Physiologie beeinflussen. Und deswegen ist mir das nochmal wichtig zu sagen. Jeder Gedanke ist am Ende des Tages ein neuronales Feuerwerk von Elektrizität, um es mal ganz plakativ zu sagen, die irgendwo im Körper zu Reaktionen führen. So wie ich mich jetzt gerade entscheide, den Finger zu heben beispielsweise oder zu gestikulieren oder ähnliches. Das ist ja am Anfang nur ein Gedanke, der in einer Kette von Reizen am Ende sich in einer Bewegung, in einer Gestik manifestiert. Dahinter steckt Physiologie und Biochemie. Und das ist mit jedem Gedanken so. Und das Zweite, was ganz entscheidend ist, weil man ja oft so sagt, ja, und dann blinkt das Handy halt zwischendurch auf, ist doch überhaupt kein Problem. Ja, Achtung, das ist aber so, dass unser Gehirn das nicht gelernt hat seither, zu unterscheiden, ob das eine Ablenkung ist, die ungefährlich ist, oder ob sie richtig gefährlich und bedrohlich sein kann. Also es ist egal, ob das jetzt das Aufblinken des Handys ist, weil du irgendeine Nachricht bekommst oder weil über Kicker oder irgendeine der großen Newspaper irgendwas Neues an Info reingekommen ist, dein Gehirn wird sofort alarmiert und reagiert auch mit der schärfsten Reaktion von Gefahr darauf und unterscheidet das nicht mit dem früher für uns nie erlebten Rascheln im Gebüsch, ob es ein Säbelzahntiger war oder ähnlichem. Dass wir das einfach nochmal glasklar haben, um zu unterstreichen, wie wichtig das eben von dir gesagt an der Stelle ist. Raissa, ich würde sehr gerne mit dir nochmal tiefer in deine ganz praktischen Erfahrungen reingehen, weil ich glaube, wir haben jetzt ein paar Menschen das Gefühl gegeben, wie wichtig das ist, sich mit diesem Bereich auch zu beschäftigen und wie oft im Alltag da Dinge ablaufen, die gar nicht so sinnvoll sind möglicherweise, ohne dass wir das so richtig bewusst wahrnehmen. Also wir haben eine Entscheidungsgrundlage geschaffen aus meiner Sicht, sich damit stärker auseinanderzusetzen und ein paar Situationen im Alltag zu reflektieren und auf der Grundlage auch einfach zu entscheiden, wie möchte ich es denn machen, denn die Entscheidung ist frei an der Stelle. Wenn ich jetzt die Situation habe, und das finde ich so unfassbar spannend, weil du dich damit so intensiv auch beschäftigst, wie kann ich denn einfach mich besser wahrnehmen? Was ist denn der Weg dahin? Weil meine Erfahrung ist häufig, dass das eher Fassade ist, was wir uns dann anschauen, dass wir gar nicht so richtig in den inneren Kontakt hineinkommen. Ja. Was können da Wege aufgezeigt werden? Genau, du sprichst gerade schon von Fassade und so wie ich deine Worte da verstehe, ich versuche es jetzt einfach nochmal mit meinen Worten, du kannst mich da gerne noch korrigieren, wenn du noch was anderes meinst damit. Das ist so dieses, ich weiß, das macht man so oder so und ich bin da schon total gut drin, ne? Das klingt dann oft so, also für den Zuhörer, der erkennt das dann an dem, dass das so Allgemeinplätze sind. Da werden dann so Worte oder so ganze Sätze dann so rezitiert. Ne? Das klingt so, als hätte man das irgendwo auf so einem Instagram-Post gelesen. Die haben dann auch genau diese Qualität. Man kann auch fast sagen, also immer wenn du selbst dich dabei hörst, wie du sowas sagst wie, ja, das macht man so oder das ist richtig so oder auch sowas wie, man sollte, ich müsste, es wäre gut, wenn. Das sind alles Sätze, die darauf hinweisen, dass du nicht in Kontakt mit dir selbst bist, sondern dass das so gelernte Dinge sind, die irgendwann in Strategien übersetzt wurden und sicherlich so für den Smalltalk, für die Spelunke, wo man sich so unterhalten kann, vielleicht auch dienlich sind, aber sie haben überhaupt gar keine Qualität und erst recht gar keine Qualität in Bezug auf dich und das Gefühl von, hier tue ich etwas, was
stimmig ist mit dem, was für mich gut ist. Ein anderer Aspekt, wolltest du noch was sagen? Also erstmal habe ich mich über das Wort Spelunke riesig gefreut. Das habe ich so lange nicht mehr gehört. Deswegen musste ich so grinsen. Ich wollte nur ergänzen, es ist für mich das Gefühl, ich bleibe im Intellekt, anstatt wirklich in die Kommunikation zu kommen. Also ich bleibe in dem, was ich quasi an Mustern und Gedanken und für richtig sozusagen in den Kontext halte. Wie denken andere über mich? Was passt in das gesellschaftliche Bild? Was schützt mich oder ähnliches? Was wirkt gut? Bleibe, ne? Und nicht eben, hey, wirklich für mich zumindest in die Wahrnehmung komme, was ist wirklich das Bedürfnis an der Stelle. Fand ich jetzt sehr gelungen, dass du das nochmal so aufgezeigt hast. Ja. Ein zweiter sehr, sehr anschließender Gedanke daran ist auch so, wenn man sich fragt, mag ich etwas? Also es ist immer besser zu fragen, mag ich das, was sich mir zeigt oder womit ich da gerade in Kontakt trete, oder mag ich es nicht? Erstmal vollkommen wertfrei einfach diese Frage zu stellen, weil man da mit anderen Ebenen seines Wesens in Berührung kommt, als wenn man zum Beispiel fragt, ist es gut für mich oder ist das richtig? Ne? Dann bist du sofort wieder in der Bewertung, dann hast du so eine richterliche Instanz und die ist immer eingefärbt von dem, was du gelernt hast oder wo du glaubst, wie du gerne gesehen werden möchtest. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt von dieser Fassade, von der du auch sprichst. Die hat ja immer auch dieses Ziel, ich möchte von der Gemeinschaft anerkannt werden und auf gar keinen Fall ausgeschlossen werden. Das heißt, ich frage bei, ist das gut oder ist das nicht gut? Ist das richtig oder ist das falsch? Eigentlich immer in das Verhältnis zu der Peer Group, zu der sozialen Gesellschaft, in der ich mich gerne zugehörig fühlen möchte. Wohingegen, wenn du dich fragst, mag ich das oder mag ich das nicht, dann ist es erstmal unberührt davon. Das ist ein ganz, ganz, also das ist zumindest für so eine eigene Reflexion, in der man sich diese Frage stellt, schon mal ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ja, und das ist ja ein Überlebensinstinkt, der da in uns schlummert, ne, zu sagen, wenn ich mich für den ganz anderen Weg entscheide und nicht mehr angenommen und akzeptiert bin, dann hat das natürlich nicht nur in der Urzeit für Urvölker einen extremen Einfluss auf die Sicherheit und auch das eigene Leben sogar im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch in unserer Kindheit, in frühesten Kindheit lernen wir ja, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir auf den Schutz anderer Menschen und unserer Bezugspersonen dann unbedingt angewiesen sind. Und dieses Verhalten scheint sich eben immer im Leben auch fortzusetzen. Also es ist sehr spannend, sich da auch mit sehr frühen Lebensabschnitten zu beschäftigen. Ja, total gelungen, weil kannst du mal ein paar praktische Beispiele nennen? Also was mache ich denn jetzt, wenn ich das Gefühl habe, ich mag etwas nicht? Ich stelle mir diese Frage, also Achtung, merkt euch diese Frage, mag ich das? Möchte ich das oder so? Was ist denn, wenn die Antwort Nein ist? Und es ist aber eigentlich vielleicht angebracht oder es ist richtig oder wie gehe ich denn damit um? Weil in dem Moment gehe ich ja sogar in den Widerstand mit mir selbst, ne, und verrate vielleicht Werte oder Grundsätze von mir. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da fragst. Und das ist ja, ab da fängt es eigentlich erst an, wirklich spannend zu werden und auch transformativ zu werden. Erstmal glaube ich, dass das Fragestellen schon sehr, sehr wichtig ist. Und es fängt schon damit an, dass viele tatsächlich gar kein Empfinden für, wie fühlt sich eigentlich an, wenn ich etwas mag oder wenn ich etwas nicht mag. Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem Human Design und in dem Human Design gibt es 7 verschiedene Autoritäten, sagt man. Das ist praktisch die Stimme, die einem Bezug oder die einem Aufschluss darüber gibt, wo im Körper eigentlich Entscheidungen getroffen werden darüber, ob ich etwas mag oder nicht. Also, und im Human Design wird darüber gesprochen, dass es eben nicht bei allen gleich ist. Also einige haben dieses typische Bauchgefühl. Auch das darf man erstmal lernen zu hören. Das ist nicht nur, weil du es hast, weil du diese Autorität in dir trägst, dass du sie dann spürst. Das darf man erstmal noch lernen. Aber es hilft vielen zu wissen, worauf sie ihren Fokus richten sollen. Es gibt also sozusagen die intuitive Autorität, es gibt die sakrale, also die Bauchstimme-Autorität, es gibt die emotionale, die mentale.
wer über das Human Design mehr wissen möchte, darf ja uns gerne auch ein Zeichen geben. Ich will da gar nicht so tief einsteigen, aber es ist wichtig, dass man da schon mal überhaupt einen Bezug dazu bekommt, worauf achte ich eigentlich? Zum Beispiel die emotionale Autorität, die darf lernen, dass eine Entscheidung über mag ich oder mag ich nicht eigentlich niemals im Hier und Jetzt getroffen wird, weil sie zu sehr eingefärbt ist von den Emotionen, die sich meistens drumherum zeigen. Also ganz praktisch, was mache ich dann damit? Also erstmal, und das muss man quasi parallel sehen, ne? Dass ich komme im Grunde wieder zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich muss eigentlich zuerst lernen, in meinen Körper zu kommen und meine Körperempfindungen in dem Moment, in dem sie sich zeigen, wahrzunehmen. Das haben die meisten schon lange, lange verlernt. Mhm. Sie spüren gar nicht, dass sie eine Anspannung zum Beispiel in bestimmten Körperregionen haben. Das heißt also, sie dürfen zuerst wieder in Kontakt treten mit, was spüre ich eigentlich im Körper? Fühle ich irgendwo ein Pochen? Gibt es ein Ziehen? Gibt es einen Schmerz? Gibt es eine Anspannung? Empfinde ich irgendwo Temperaturunterschiede? Und das kann man mit ganz vielen, also im Grunde kannst du das machen, ne, indem du diesen typischen Check-in machst, den viele ja auch gerne anfangs vor einer Meditation machen. Ich praktiziere seit über einem Jahr das ehrliche Mitteilen, was ja sehr stark darauf ausgerichtet ist, genau diese drei Ebenen abzufragen, also die, was denkt mein Kopf, was fühlt meine Emotion und was spürt mein Körper. Und ich habe einen riesen Shift gemacht innerhalb dieser Zeit, wo ich mit dem ehrlichen Mitteilen praktiziert habe, dass ich immer stärker spüre, also spüre auf der Wahrnehmungsempfindung für den Körper. Und sich das mittlerweile auch sehr, sehr stark überträgt in den Alltag, wenn ich zum Beispiel mit Menschen arbeite oder mich ganz einfach mit ihnen unterhalte, wo ich früher vielleicht, zum Beispiel, wenn mich irgendwas geärgert hat, ne, dann irgendwann später merkte, wie mich so die Emotion überflutet, das kriege ich mittlerweile über meine erste Körperempfindung sofort mit und kann dem Aufmerksamkeit geben, sodass mich die Emotion nicht überfluten muss. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, vielleicht verliere ich mich jetzt gerade, hilf mir nochmal, bin ich noch auf dem Weg? Ja, ich fand das, also da waren ja jetzt wieder auch praktische Ideen und Gedanken mit drin und auch einfach nochmal klarer zu sagen, dass es eben unterschiedliche Arten auch der inneren Kommunikation gibt und wir da auch offensichtlich sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Ich mag das so ein bisschen nochmal auch, damit das auch nochmal so einen kleineren wissenschaftlichen Rahmen bekommt, weil du ja auch eingangs schon mal gesagt hattest, wir denken immer, der Kopf gibt die Informationen von oben nach unten. Dann sprechen wir von sogenannten Top-Down-Prozessen, mal vorsichtig gesagt, nicht nur aufgrund unserer Körperhaltung, die ja oft genug aufrecht ist, sondern auch im Allgemeinen nennt man das so. Es gibt beispielsweise allein, was den Darm angeht, gehen 10% der Kommunikation aus dem Gehirn an den Darm an Informationen und es sind 90%, die von unten nach oben gehen. Stimmt, genau. Dann ist das Bauchhirn, was man ja auch wirklich so bezeichnet, das sogenannte enterische Nervensystem, das ist dem Kopfhirn sehr, 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 sehr ähnlich. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, unabhängig erstmal von welchem Typ ich bin, dem wirklich eine angemessene Position einzuräumen und zu sagen, wenn es sich vom Bauch her ganz komisch anfühlt, wenn ich da komisch drauf reagiere, dann nehmt das bitte ernst, weil das ist einfach ein Konstrukt, was auch denken, kommunizieren, fühlen, wahrnehmen kann. Und diese Situation einfach erstmal zu haben, die Chance zu haben, Dinge wahrzunehmen, eine Grundlage für die Beurteilung zu schaffen, erachte ich als ganz, ganz wesentlich. Lisa, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und wir sagen, wir haben das Gefühl, dass wir gerade, weil du hast es beschrieben, da Schwierigkeiten haben, in den inneren Kontakt zu kommen. Und immer wieder das Gefühl haben, wir prallen eigentlich an einem bestimmten Punkt ab. Es fühlt sich anstrengend an. Wir haben das Gefühl, dass wir uns eher wieder mit anderen Dingen ablenken wollen. Oder kommen immer wieder an diese Fassade, an diesen auch Schutz, den wir uns ja aufgebaut haben. An das, was wir glauben, was richtig ist, was Gewohnheit ist. Können wir gleich auch nochmal 2, 3 Sätze drüber verlieren, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sich klarzumachen, wie auch unser Alltag und unser immer gleicher Alltag darauf sich auswirkt. Wie komme ich denn jetzt, wie kann ich denn da rüberkommen? Wie kann ich denn auf die andere Seite nochmal mehr kommen? Hast du da
vielleicht eine oder zwei Methoden, die wir jetzt ganz praktisch mal in unserem Alltag einsetzen können. Mhm. Also die wesentlichste Methode aus meiner Sicht ist Sprechen. Sprechen, sprechen, sprechen. Mit Menschen, die sichere gegenüber sind oder auch mit sich selbst, aber wirklich das Ausformulieren dessen, was man da in sich selber gerade wahrnimmt oder beobachtet. Ne? Wir können ja, bleiben wir nochmal bei der Frage, mag ich das nicht? Du hattest da ja auch gefragt, wie geht's dann weiter? Es kann ja durchaus sein, und das wird uns nicht selten passieren, dass wir so denken, eigentlich ist das richtig, aber ich spüre, ich mag das nicht. Und dann fängt's an, ne? Dann haben die meisten von uns so eine Instanz, die sagt, ja, aber das musst du doch und reiß dich mal zusammen und also so geht's ja wohl nicht, wir sind doch nicht auf dem Ponyhof. Und diese Instanz, so schützend sie sich für uns in die Bresche wirft, so negativ ist sie und so lähmend ist sie auch in Bezug auf alles, was danach kommt, weil im Grunde sie hat ja nichts Förderliches. Also du kannst schon mal mitnehmen für dich, wenn du dich nach dem, was du dir selbst erzählst, schlecht fühlst, dann kannst du davon ausgehen, dass das definitiv nicht stimmig ist mit ich mag oder ist gut für mich, also auf so einer wahren Ebene, sondern es ist in der Regel etwas, was dich limitiert, was dich versucht zu steuern, um dieser Gefahr zu entgehen, dass du vielleicht unter Umständen aus dem sozialen Gefilde dann ausgestoßen wirst. Also das sind ja meistens dann so diese großen Bedrohungsszenarien, die sich da in uns irgendwie deutlich machen. Würdest du sagen, der Körper lügt dann auch nicht? Also wenn der Kopf meint, das ist aber eigentlich anders, der Körper lügt an der Stelle wirklich nicht, wenn er dir dieses Gefühl gibt? Ist der richtiger in dem Sinne, kann man das so sagen? Du meinst richtiger, wenn er sagt, mag ich nicht, oder? Ja, ist das wahrer, das Gefühl, was wir haben, als das, was unser Kopf denkt? Ja, das ist eine gute Frage, weil man kann sie nicht einfach so mit Ja beantworten. Das kommt immer noch mal darauf an, in was für einem State deines Nervensystems bist du gerade. Also wenn du in einem entspannten State bist und du fragst dich dann, mag ich oder mag ich nicht, dann kommt diese Entscheidung praktisch aus einer sehr stimmigen, so ist es wahr. Wenn dein Nervensystem alarmiert ist, dann ist einfach alles quasi eine Überforderung. Dann ist ja meistens auch sozialer Kontakt eine Überforderung, der dir aber normalerweise sehr förderlich, sehr gut tun würde. Also darfst du natürlich auch da wieder, ich komme zurück, ne, empfinden und lernen zu empfinden, wie ist meine Körperempfindung gerade? Wie ist mein State gerade in meinem Körper? Bin ich überaktiviert, übererregt? Dann kann ich eigentlich per se davon ausgehen, dass keine Antwort gerade richtig ist. Es gibt dann keine Wahrheit in dem Jetzt. Dann darfst du dich erstmal wieder regulieren, ne, dein Nervensystem erstmal wieder in eine entspannte Haltung bringen und dann dich nochmal neu fragen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr häufig auch diese Situation, dass du dich fragst, du bekommst die Antwort und die macht dann in dir diese Überreaktion. Das heißt, das ist sozusagen eher die Folge davon, weil das Drohszenario ist, oh Gott, aber wenn ich dem nachgehe, ne, was passiert dann? Das wird ganz fürchterlich. Und hier ist dieser Aspekt, den ich gerade herausstellen wollte, so wichtig, sprich darüber. Und im Zweifel, wenn du keine sicheren Menschen gegenüber hast, und damit meine ich immer, das dürfen Menschen sein, die dir nicht sagen, ja, was soll das denn? Also das verstehe ich ja jetzt überhaupt gar nicht, ne? Sondern die einfach nur zuhören und einfach nur ein Gegenüber für dich sind, einen Raum bieten dafür, dass du dich ausdrücken kannst. Es kann eine Freundin sein, ein Freund sein, es kann ein Therapeut sein, es kann ein Coach sein, das ist egal. Wichtig ist, es ist jemand, bei dem du dich so für sicher fühlst, dass du einfach darüber sprechen kannst, ganz gleich, wie stark du das selbst noch einfärbst und dass du über das alles sprichst. Ne? Ich spüre, dass da ein Gefühl von mag ich nicht kommt. Ich merke sofort, dass sich eine Instanz mit einmischt, die sagt, dass ist mir aber gar nicht erlaubt, sprich über das alles, weil die Bewusstwerdung über diese ganzen Gedanken, die du hast, das ist das, was dich darüber hinwegkommen lässt. Das erlaubt dir, eine Transformation im Grunde zu machen. Ja, und unfassbar spannend, nochmal diesen Aspekt hervorzuheben und auch glasklar zu sagen, das ist kein therapeutischer Rahmen,
oder im weitesten Sinn zumindest keine, sondern es ist einfach eine Form von Verarbeitung, von Kanalisation sozusagen, von Ordnung, von innerer Wahrnehmung, die da stattfindet, weil das sich sonst schnell so anfühlt, ja, Coach oder Therapeut oder sowas. Natürlich macht das in einem bestimmten Rahmen und bei bestimmten Ausprägungen auch Sinn, da sehr fähige und gut ausgebildete Menschen an der Seite zu haben. In dem Rahmen, in dem wir jetzt zum Beispiel auch darüber sprechen, ist das einfach so eine Art tägliche Mentalhygiene, um es mal sozusagen, so wie wir uns die Zähne putzen oder die Hände waschen, so dürfen wir auch diese Dinge mit für uns nutzen, um da einfach gesund zu bleiben. Und ich habe mich auch wieder in dem, was du beschrieben hast, wiedererkannt und auch gemerkt, es gibt Sachen, über die spreche ich dann auch häufiger mal mit meiner Frau, auch wenn es um Arbeit geht, um einfach des Sprechens wegen manchmal sogar schon. Nicht, weil ich mir unbedingt von ihr erwarte, da jetzt den Tipp oder die Lösung oder sowas zu bekommen, weil ich merke, dass das Sachen sind, die dann auch anders verarbeitet werden. Also es war jetzt für mich auch nochmal ein schöner Spiegel, den du mir da vorgehalten hast. Ich möchte gerade noch kurz ergänzen. Unbedingt. Du kannst, weil du das auch gerade nochmal herausgestellt hast, ne, du brauchst nicht eine professionelle Unterstützung. Du kannst auch einfach dir eine Voice aufquatschen. Du hast es gerade so schön gesagt, ne, des Sprechens willen, dass ich mich selber höre, wie ich Dinge ausspreche. Es sickert in eine andere Bewusstseinsstufe und wir erleben uns selbst dabei, wir rücken von dem Gefühl, von dem, was wir da vielleicht auch als bedrohlich empfinden, rücken wir ab, werden Beobachter des Szenarios und können dementsprechend hören auf, uns mit dem zu identifizieren. Das ist das A und O im Grunde. Das ist der erste Schritt und auch der wichtigste Schritt, um von diesem Automatismus auch wegzukommen, wo der Autopilot einfach anspringt, klick, surr und dann haben wir irgendwelche Emotionen und verhalten uns entsprechend. Genau. Ja, total wertvoll. Ich würde sagen, wir nehmen uns auf jeden Fall als nächstes nochmal diese Art auch Möglichkeit, da programmierend einzugreifen, weil das ist ja auch ein guter Teil deiner Arbeit, da auch zu zeigen, wie können wir sogar noch ganz konkret anfangen, auch in gewisser Weise unsere Wahrnehmung ganz positiv zu beeinflussen. Ich würde jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen, ein paar Sachen auch nochmal so ein bisschen versuchen einzuordnen. Und ich glaube, das Erste und ganz Wichtige ist, die Erwartung runterzuschrauben, zu meinen, dass man jetzt, wenn man das nicht regelmäßig, und mit Mann meine ich jeden, der für sich im Alltag eben weniger in Kontakt mit sich selbst steht, weil er vielleicht beruflich sehr eingespannt ist, weil er sehr auch mit anderen Menschen beschäftigt ist, in den Heilberufen beispielsweise oder in den Pflegeberufen, unglaublich, was da geleistet wird und auch verarbeitet werden darf, eben zu schauen, dass einfach mehr Zeiten für einen persönlich wirklich entstehen, Ruhemomente. Weil das ist das, deswegen war es mir auch so wichtig, das Buch zur Regeneration zu schreiben, weil es unmittelbar mit mentaler Gesundheit zusammenhängt, dass die Fähigkeit, ich gehe noch ein Stück weiter, nicht nur zu unterdrücken, sondern sogar in die Lage versetzt zu werden, sich wieder langweilen zu können. Dem Gehirn mal nicht dem Drang des Gehirns zu folgen, ich muss irgendwie produktiv sein, ich muss Leistung erbringen. Und Achtung, das ist ja völlig paradox, weil dieses Gefühl sendet unser Gehirn schon, wenn wir Schwachsinn auf Social Media konsumieren oder sonst wo, dann kriegen wir schon dieses Gefühl, produktiv zu sein, ist das glatte Gegenteil. Viele Menschen behaupten oft, sich dabei zu entspannen. Unser Gehirn ist mit einer Reizdichte versehen, die überhaupt keine Entspannung zulässt. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich klarzumachen. Unser Gehirn hat eine unheimlich hohe Frequenz an Informationen heute. Die sollten wir reduzieren oder häufiger mal regelrecht unterbinden. Das Lesen eines gedruckten Buches hat enormen Einfluss auf die Ausprägung wieder Konzentrationsphasen, die uns eben durch diese Reizdichte oft verloren gegangen sind. Und ich sage wirklich bewusst eines gedruckten Buches, das macht einen Unterschied nochmal für alle, die das elektronisch machen. Plus die Geschwindigkeit im Körper zwischendurch zu erhöhen. Du hast das so schön gesagt, ne? Wenn wir uns anstrengen körperlich, also bewusst irgendeine körperliche Arbeit verrichten, spazieren gehen im ersten Schritt vielleicht einfach in der Natur, großartiges Instrument der Regeneration und auch regelrecht des Heilens, was da stattfinden kann, rein medizinisch betrachtet, kann man das schon sagen, mal auch 10 Minuten ohne Podcast oder irgendwelchen Anrufen oder so, sondern ganz bewusst in dieser achtsamen Haltung, gleichzeitig gerne auch intensive körperliche Belastung. In den 3 Minuten Skifahrer oder sowas, die wir im 3x3-Konzept haben, verändern wir den State. Wir spüren unseren Körper. Es ist etwas unheimlich Wertvolles zu spüren, dass wir uns angestrengt haben. Das verändert die gesamte Biochemie in dem Zusammenhang.
Und wenn wir es dann sogar im nächsten Schritt schaffen, und da hast du jetzt so ein paar Hinweise gegeben, häufiger in eine Reflexion zu kommen, häufiger in den inneren Dialog zu kommen, bewusst auch eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, was uns gerade in Anführungszeichen bewegt, schafft überhaupt erst diesen Spalt, diese Tür zu öffnen, dann auch in eine Art seelische Gesundheit eintauchen zu können, in eine mentale Gesundheit eintauchen zu können, bei der wir eben auch Sachen einen enormen Beitrag zu unserer langfristigen Gesundheit beitragen können. Ich glaube, dass das ganz wesentliche Schritte sind, um sich diese Zeitfenster im Alltag zu suchen. Und als abschließend pragmatischen Hinweis, wir sind alle heute irgendwie von Kalenderfunktionen und sowas abhängig gemacht, dann macht euch diese Termine im Alltag. Macht euch doch einfach mal einen Block von 5, 10 Minuten oder sowas, eine kurze Morgenroutine, und über das Sprechen hinaus, glaube ich auch, und da gibt es ja tolle auch Studien und Belege für, das Schreiben eine ähnliche Komponente sein kann, das Journaling sozusagen. Genau. Ich finde es allerdings so wertvoll, dass du bewusst mal übers Sprechen geredet hast, weil wir dabei ja auch unsere Tonalität wahrnehmen können, ne, und uns eben auch wirklich mal selbst hören, wahrnehmen dürfen. Das hat nochmal für mich eine ganz andere und besondere Komponente. Ich finde es sehr wertvoll, dass du uns diesen Weg eben auch heute nochmal gezeigt hast. Raisa, ich möchte nicht das letzte Wort heute gehabt haben in dieser tollen Runde mit deinen schönen Impulsen, sondern gibt's etwas, was du so als Anstoß, als Gedanken, als Appell vielleicht sogar noch zum Ende hier loswerden möchtest? Ja, ich habe gerade wo ich dir so zugehört habe, habe ich gedacht, so, ja stimmt, jetzt habe ich mich wieder eigentlich Inputs gegeben, die wieder so ein bisschen eher in diese kognitive Ebene, das eher mit bedienen. Und ich würde sehr, sehr gerne noch auf die letzten Minute noch einen anderen Tipp mit an die Hand geben, gerade in Bezug auf, ne, mit sich selbst wieder in Kontakt kommen und auch so andere Ebenen wieder aktivieren, sind alle Dinge, die die Sinne ansprechen, auch super, super hilfreich, ne? Also Berührungen, Geruchssinn. Ich arbeite ganz, ganz gerne mit essentiellen Ölen, also mit Duftölen, die einfach dann auch wieder eine ganz andere emotionale Komponente anregen. Geschmack, ne? Dass man wirklich sich ganz bewusst wieder mit diesen ganzen Sinnesreizen auseinandersetzt, um vielleicht auch noch mal ein bisschen, ja, auch so eine schöne sinnliche Komponente mit reinzubringen, die nicht ausschließlich nur mit dieser kognitiven Ebene zu tun hat. Ja, das finde ich ist nochmal total. Das war doch ein schöner abschließender Impuls, und wir versprechen einfach an der Stelle, wir melden uns wieder, weil es da wirklich noch total wertvolle Schritte gibt, das auch nochmal stärker zu beeinflussen und auch zu sagen, wir können da einfach ganz, ganz viel an Roadmap quasi mit vorbereiten, um auch andere Gefühle zu erzeugen und andere Wahrnehmungen zu erzeugen, die sich dann wiederum sehr, sehr positiv auf unsere Lebensqualität und unser Alltagsempfinden auswirken. Raisa, vielen, vielen Dank, und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch. Bis zum nächsten Mal.